Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Seasons. So. Schätzen bitte. 20 Rubine, ja. Okay, danke. Oh, ein Schadensring. Das ist ja nice. Einmal die Liste, bitte. Den brauche ich noch. Den werde ich wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Den werde ich mitnehmen, der klingt gut. So, jetzt ist ja die große Frage, was kann man tun? Wo könnte hier noch was sein? Hast du einen Tipp für mich? In Moblins Burg verließ, ja, da war ich ja schon. Moment, muss ich den Moblin jetzt töten? Beziehungsweise, was ist, wenn ich hierhin einfach mal gehe? Willkommen, Strohdi, ich bin verloren, das Orakel der Geheimnisse. Du befindest dich in der Halle der Geheimnisse. Hier gibt's Geheimnisse. Hier nimm deine Geheimnisse Gestalt an. Zu bestimmten Zeiten wirst du an bestimmten Orten Geheimnisse erfahren. Oder solltest du mich hier besuchen? Ich verleihe den Geheimnissen ihre Bedeutung. Ja, hilft uns nur alles nichts, weil das funktioniert nur in einem Passwortspiel. Und da das hier kein Passwortspiel ist, können wir das niemals tun. In Oracle of Ages wird es möglich sein dann. Oh, nice. Hier ist Sommer, ich komm hoch. Befehl. Nice, wo bin ich denn hier? Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass der Marco-Baum jetzt der Ort des letzten Verlieses ist. Das würde erklären, warum er es nicht weiß. Okay, hier ist nichts. Das würde erklären, warum er es nicht war. Was ist das? Du hältst einen Gascherkern. Stecke ihn in ein Fleckchen weiche Erde. Nochmal? What? Hier kriegt man alle Kerne. Okay. So, ja, das würde es erklären, weil hier jetzt kann ich hoch. Nee? Nee, okay. Kann das die letzte Essenz sein? Mutter Erde. Gabe der Zeit. Helle Sonne, sanfter Regen, wohlige Wärme, wehender Wind, Saat des Lebens. Ja, das könnte jetzt die Frucht sein. Ja, das könnte jetzt die Frucht sein. Bloß, wie komme ich da ran? Muss ich da was hochballern? Nee. Wie komme ich da jetzt ran? Nee. Muss ich erst mit dem Marco-Baum reden? Weil in meinen Augen ist das ganz klar, was wir suchen. Das ist die Essenz. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das die Essenz ist. Die sieht genauso aus wie alle anderen Essenzen auch. Stroh, sei wachsam, es geht um die letzte Essenz. Also schön, dass du nicht mehr schläfst, ah, Junge. Ich glaube, die hängt bei dir am Baum. Ohne Scheiß. Ich glaube echt, die hängt bei dir am Baum. Komm, lass sie uns einfach holen, okay? Ich nehme sie einfach von dir mit und dann sind wir alle glücklich, okay? Ich habe da schon die Vermutung, dass das genau die Essenz ist dann. Okay, da kriegt man immer dasselbe. Was bedeutet, das, was ich suche, ist da. Das ist sie doch, oder? Das ist doch bestimmt die Essenz.
Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass sie nicht ist. Ich komme noch nicht hin. Hilft alles nichts. Und die Feen so, bitte hör auf, uns nachzustalken. Bitte, bitte, hör auf. Okay, da bin ich mal sehr gespannt, wie ich da rankomme. Weil ich bin mir echt sicher, das ist so dieser eine Ort, wo ich mir denke, okay, das könnte die Essenz sein. Was wohl passiert, wenn die 8 Essenzen zusammengebracht werden? Ja, gute Frage. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber bestimmt reicht es, um den Gegner zu besiegen, den wir da haben. Wer von euch könnte mir den Tipp geben, wo ich jetzt hin muss? Na, ihr? Nee, alle nicht. Ha. Also ich werde jetzt die Folge auf jeden Fall noch suchen. Wenn ich es dann nicht gefunden habe, dann werde ich mir aber überlegen, ob ich es nicht irgendwie... Weste schon, ob ich nicht hier irgendwie skippe oder so. Weil, ja, nee. Weil, dann bin ich wieder an dem Punkt, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Das ist dann der Punkt, wo ich selber nicht finden würde. Nur ich maximal durch richtigen Zufall und Glück und, wenn es irgendwann reines Glück ist, ob man es findet oder nicht, dann... Fuck you. Dann braucht man es auch nicht zu... Also, ja, ne, dann macht das alles keinen Sinn. So. Okay, wir wechseln auf den hier. Winter. Frühjahr, jetzt müsste ich da ja schwimmen können, überall. In der Hoffnung, dass das auch so funktioniert. Ich frag mich nur, was mit dem einen Stein da war. Oh. Also ein Stromschnellen. Hier ist doch was, oder? Hier ist bestimmt irgendwas. Mache ich das? Ich schwimme nochmal zurück, um zu gucken, ob da nicht was ist. Verdammt. Ich mache hier nochmal das ganze Wasser weg und gucke, ob da irgendwas ist, weil da muss doch was sein. Das kann ja gar kein Zufall sein. Sommer ist ausgetrocknet, ne? Ja, ja. Auch geil, Frühling, Überschwemmung, Sommer ausgetrocknet. Ach du Scheiße. Eure fucking Oma. Hier ist nix. Was? Hat mir das gerade echt umsonst einfach schwer gemacht? Jetzt sind wir hier, okay. Ah, jetzt sind wir hier. Okay, ich weiß wieder, wo wir sind. Das ist schon mal gut. Aber wo könnte das denn jetzt sein? Sie haben keine Tipps für mich. Hier war ich schon. Ich bin so ein ja, genau. Du hast genau so gezielt, dass das funktioniert hat, ne? Deine scheiß Oma, ey. Jetzt bin ich hier und es hat sich nichts geändert. Da oben höchstens. Ich meine, was ist, dass er wahrscheinlich nichts sagt, ist so ungefähr so nach dem Motto, ja, jetzt gibt es eh nur noch eine Stelle und da musst du halt hin und das findet man schon. Aber ich finde doch sowas nicht. Wie kommt man denn überhaupt da hoch? War das die Tarnruine? Muss ich da durch die Tarnruine? Ich glaube, ich musste durch die Tarnruine. Die natürlich zufälligerweise genau ganz woanders sind. Das juckt ihn nicht. Wie war das? Hier war ein Gascha-Beet, ne? Irgendwo.
Hä, ich dachte, hier sei ein Gasha-Bild. Ist das so gut versteckt? Keine Ahnung. Ach, natürlich! Ich Idiot! Natürlich, das ist da bei den Goronen! Ich Idiot! Ich habe mich doch vor einigen Folgen erst gefragt, wie ich da weiterkomme. Weil mein scheiß Bär nicht gekommen ist. Natürlich! Oh, ich bin so blöd. Ja, genau! Ach komm, ey, jetzt ist der Groschen gefallen. Natürlich, bei den Goronen gab es doch diese eine Brücke, wo ich nicht drüber kam. Da komme ich mit dem Mantel jetzt drüber. Oh, ich bin so blöd. Okay, das war eigentlich gar nicht gewollt. Ich wollte eigentlich nur schneller nach unten und habe die falsche Taste erwischt. Aber damit kann ich leben. Natürlich. Geh weg. So. So, okay. Natürlich. Ja, das ist bei den Goronen. Ihr wisst, was ich meine, oder? Das war doch... Ich hoffe so sehr, dass es bei den Goronen war. Ich bin mir nicht sicher. Nerv nicht? So. Nein, lasst mich in Ruhe. Klar war das bei den Goronen. Boah, wie kann man denn da jetzt wieder hin? Nee, nicht so. Ja, verdammt. Oh, nicht die Goronen. So, dass dich der nicht nervt, das ist ganz schön so. Oh, shit. Nerv mich nicht, so. Gut, ja, na klar. Wisst ihr schon, wenn man jetzt hier runter geht, dann kommt man ja raus und dann ist da diese eine Brücke, wo man nicht weiterkam. Na, hier links. Oder, ja, was heißt Brücke? Da diese Stelle. Natürlich! Ist halt echt die Lösung. Das ist die Lösung? Ach, Mann! Boah, stand ich da jetzt auf dem Schlauch. Okay, dann würde ich mal sagen, falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Bis dahin, ciao!